Wir werden heute Kingdoms of Amalur spielen und zwar gibt es da noch ein neues DLC dazu. Das heißt, wir spielen diese komplette Edition. Wir starten ein komplett neues Spiel. Wir werden nicht auf Extrem spielen, wir werden auf Schwer anfangen. Sollte ich merken, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr weiterkommt, wäre die Überlegung da zu sagen, wir stellen runter. Aber wir spielen erstmal ein neues Spiel auf Schwer. Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien, in einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde, welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gutfloh, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gutfloh und seine Anhänger, die Tuatha de Jon, glaubten, im Osten unter Gutflohs Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Ja, was sind wir? Wir können Mann oder Frau spielen, wir werden mal gucken. Schmiedkunst, Alchemie, Überzeugung, Schlosserkunde, Sinnesschärfe, Handeln. Okay. Sie bevorzugen Schwerter und Dolche als Waffen, die für einen Kampf auf See geeignet sind. Bei den Alchemie Gemmenschleifen. Gemmenschleifen ist sowas wie Juwelier. Was haben wir hier? Verstohlenheit, Gemmenschleifen, Überzeugung plus 1. Irgendwie so ein bisschen eher an die Nachtelfen in WoW. Das wäre die weibliche Variation. Was haben wir hier? Bann Alchemie Gemmschleifen. Ihr seht keinen Unterschied jetzt vom Gesicht her zu dem Charakter. Also das ist vollkommen gleich. Und die Menschen sind hier auch vollkommen gleich. Ich würde... Achso, ich muss die andere Taste drücken. Ich würde jetzt die hier nehmen.
Wegen der Verstohlenheit. Ich würde nämlich versuchen, durchzuschleichen. Also ich würde da versuchen, ob wir uns da einen Vorteil holen können. Meiner Lebensvolltrefferchance, Verstohlenheit. Ne, Volltrefferchance, Volltreffer, Schaden. Mana brauchen wir nicht. Giftschaden, Giftresistenz, keine. Ja, 5% mehr Leben wäre natürlich jetzt auch nett. Mehr Leben heißt natürlich, dass wir länger überleben können. 1% Volltrefferchance oder Rot oder Liebe. Giftschaden wäre natürlich auch interessant. Ich weiß aber noch nicht, ob wir mit Gifte spielen werden. Deswegen. Ich würde jetzt spontan sagen, wir nehmen den Tod. Was haben wir denn an Vorgaben? Ehrlich gesagt gefällt mir nur der oberste. Den fünften. Den würde ich jetzt aber nicht nehmen. Achso, Vampir-Flashbacks, ja. Hi, Togo. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der sein Piercing da hat. Wir können das Ganze hier anpassen, so ist es ja nicht. Das Gesicht würde ich mal behalten. Hautton. Würde ich jetzt auch behalten. Augenfarbe. Würde ich jetzt rot nehmen. Und das blaue sieht auch nicht so schlecht aus. Lidschattenfarbe. Wir haben gar keinen Lidschatten drauf. Ja, das unter der Augen. Da würde ich vielleicht was nehmen, was dunkel ist. Man sieht es gar nicht so richtig, ne? Bartstoppel. Ja, das ist ein Remake. Das ist noch nicht so alt. Ja, das stimmt schon. Also Bartstoppel würde ich jetzt rauslassen. Den Lidschatten lasse ich jetzt auch mal raus. Haare. Was haben wir denn an Frisuren? Ich würde meinen Charakter gerne mal drehen, damit ich den mal auch von der anderen Seite sehen kann. Kann ich das nicht machen? Doch, da. Er wird schon nicht glitzern. Ja, ich bin jetzt kein Freund von Zöpfen. Zumindest nicht bei männlichen Charakteren. Rasterlocken auch nicht. Haarfarbe, was haben wir unter Haarfarbe? Gesichtsbehaarung. Ja, da will ich schon den Bart lassen. Der gefällt mir eigentlich. Ich behalte den Bart. Gesichtsbehaarung. Achso, Farbe. Auch schwarz. Augenbrauen, ja, auch schwarz. Aber die Haare gefallen mir noch nicht. Das Blond wollte ich auch gar nicht haben. Ich bin immer noch dabei, die Frisur auszuwählen. Er erinnert mich mit der Frisur an irgendeinen Charakter aus Final Fantasy, aber ich weiß gerade nicht welchen. Ich nehme jetzt die Frisur, sonst dauert das zu lange. Schmuck brauchen wir nicht. Tätowierung, was haben wir denn da an Farben? Ich bin immer noch die Farbe am machen. Bin dann schwarz. Das passt nicht ganz zu dem Bart.
Ich bin Batman. Farbverlauf ist schiefgelaufen. Und hat mich irgendwie angemalt. Ganz ehrlich, das passt gar nicht mit den Tattoos. Ich will normalerweise Charaktere immer mit Tattoos, aber irgendwie das würde ich jetzt nehmen. Hä? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber da muss ich die Frisur ändern. Oder das. Nein, muss ich nicht. Ist auch so ein Emo. Kann auch mal zufällig erstellen. Guck mal, was wir bei Random Buy haben. Ah, guck mal. Weißt du, warum ich weibliche Charaktere normalerweise spiele? Den könnte man auch nehmen. Aber passen wir dann auf unsere Sachen an. Haarfarbe machen wir schwarz. Auch schwarz. Frisur würde ich jetzt so lassen. Farbe. Mache ich gleich. Jetzt passt das mit dem Tattoo aber nicht. Augenbrauen habe ich ja weggemacht. Ich behalte das jetzt. Ansonsten Bart, der ist schwarz, glaube ich, ne? Der müsste... Das kann auch sein, dass das täuscht. Wir können mal gucken. Bart. Gesichtsbehaarung, Haarfarbe, Frisur? Nein, Gesichtsbehaarung, Farbe. Achso, jetzt ist das schwarz. Ein Doc Kalfa. Keine große Überraschung, von denen haben wir jede Menge hier. Wenn auch normalerweise nicht in so gutem Zustand. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Echt, jetzt muss ich noch Charakternamen eingeben. Hopp. Nein. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Spiel? Achso.
Ratten hast du auch übrigens hier schon rumlaufen. Ratten laufen auch schon so hier rum. Warte mal, konnte man nicht die Kamera und sowas einstellen? War da nicht mal was? Ich muss kurz gucken. Hammers blenden. Automatisch speichern. Tutorials, lass machen wir mal rein. Okay, wir müssen gerade fixieren. Nehmen wir einfach das mal mit. Ich werde die Texte nicht vorlesen. Also könnt ihr euch das nachher auf YouTube auf Pause machen. Und könnt euch das selber durchlesen. Index Gold, das ist schon mal super. Ich lasse nicht vorlesen. Ich lese nicht vor. Und wenn jemand das vorlesen will, kann das gerne tun. Ein Langschwert, das sieht aber sehr rostig aus. Sie sind überall. Lauft! Na, no, lauf! Du bleibst doch stehen, du dummes Ding. Flieht vor der Macht der Tuata. Ist aber schuld, wenn er stehen bleibt. Hast du dann eine Ratten? Weg mit euch! Schöne Kisten kaputt machen. Oh, die sind orange. Ich würde sagen, die halten ein bisschen mehr aus. Gekommen wird. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Es hat funktioniert. Bei den Büchern. Es hat funktioniert. Ihr lebt. Nein, nein. Eindeutig nicht. Jetzt nicht mehr. Aber ihr wart es. Der Seelenquell hat euren Körper neu erschaffen. Dabei dachten wir schon, ihr wärt nur ein weiterer Fehlschlag. Aber der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Du, meine Güte, ihr wisst es nicht. Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Hughes hat vielleicht auch darauf eine Antwort. Ihr müsst am Leben bleiben und zu ihm gelangen. Professor Fomorus Hughes, der Seelenquell, ist sein Lebenswerk.
Die Tuatha dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Yus zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Du meine Güte. Ihr wisst es nicht? Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jon, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten. Aber wie viel Zeit ist denn dazwischen vergangen? In der Zeit, wo die mich runtergeworfen haben und aus dem Quell gezogen haben. Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Das sagt ja irgendwie gerade keiner. Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist. Und in Sicherheit. Ich kümmere mich kurz um diese Tür. Na, kümmern du dich mal um die Tür. Wir kümmern uns mal um unsere Rüstung. Oh. Gegenstandrad. Ja. Dann machen wir mal die Tränke hin. Was haben wir noch so? Entsorgungsnotiz. Was ist da irgendwas hier? Ihr geht vor. Natürlich, immer auf den Dicken. Was haben wir hier? Alte Stiefel. Immerhin ein paar Schuhe. Hosen, warte, kann ich die, ist das auch eine Rüstung? Ich nehme die erste Ausrüstung. Nicht kaputt machen. Irgendwo eine Kiste oder sowas? Ich würde sagen, nein. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Ja, ich wollte doch nicht mit dir reden. Kann ich das nicht umstellen mit dem schneller Rennen? Warte. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Ein paar neue Waffen wären nicht schlecht. Ach, guck mal, eine Truhe. Dietrich und Beinstiefeln. Hört sich nach schwerer Rüstung an. Aber da sind noch so viele andere Waffen drin und die kann ich nicht benutzen. Wie doof ist das denn? So. Da ist ein Handschuh auch noch gar nicht, sehe ich gerade. Wir gehen mal eher auf den Volltrefferschaden. Achso, das, wo es A ist, ist ausgerüstet. Machen wir alles andere ist Plunder. Das können wir dann als Sekundär normalerweise ausrüsten. Nicht? Geht das nicht? Moment mal. Habt ihr etwas gehört? Ich habe gar nichts gehört. Noch mehr Tuatha! Na komm.
Ich werfe es irgendwie zu langsam. Nur, du stehst mir im Weg. Ihr würdet mehr brauchen als nur dieses Schwert. Der dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch. Wo? Haben die nicht gedroppt? Achso, der Langbogen war als Sekundärwaffe. Ey! Wer cheatet da? Ach, die da hinten. Dort vorne sind Bogenschützen. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Aber doch schon nichts gemacht, die Tuate erschießen. Sie ist offen. Na los, geht schon. Kann ich das nicht noch umstellen mit dem Rennen? Macht das nicht automatisch? Mir geht das nicht auf den Sack, dass ich die Taste drücken muss. Was soll denn noch? Okay, A gedrückt halten. Habe nicht viele Optionen. Na, bleib doch mal stehen, so viele Pfeile habe ich nicht. Gibt's doch nicht. Problem ist, ich treffe die gerade nicht. Ja, die Kisten will ich nicht erschießen, ich will die da oben. Einplatten sind definitiv schwere Rüstung. Dolche sind tödlich, oh. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen. Ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als Wett. Wett, das heißt weg. Ich wett. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Wir müssen mal probieren, ob wir es können. Nehmen wir den linken oder nehmen wir den rechten? Das ist eigentlich vollkommen egal, welchen wir nehmen, ne? Erbärmliche Kreaturen. Der Damage ist jetzt auch nicht so hoch wie bei den anderen Waffen, aber wir sind schneller. Wesentlich schneller. Es zappelt nur ein wenig. Ah, der andere hat auch noch was gedroppt. Müsste das Ding jetzt nicht aufgehen? Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht nähert. Unglaublich. Was seid ihr? Hugo, der Bolzen. Einfaches Schlangengift. Kann ich damit meine Waffen vergiften? Falsch. Gegenstände, Konsumgut. Ah, Giftschaden erhöht. Nice. Also ich kann damit meine Waffen vergiften.
Auch nicht schlecht. Kann gut sein. Also ich weiß nicht, wie alt das Spiel selber ist, aber das ist halt das Remake oder Remaster oder wie das auch mal heißt. Und da gab es jetzt vor ein, zwei Monaten, glaube ich, noch ein DLC, was da dazu gekommen ist. Und das ist jetzt mit in dem Spiel drin. Also da ich ja das Grundspiel schon habe, habe ich das Spiel komplett gekriegt, also habe ich das DLC gekriegt, ohne was dafür zu bezahlen. Weil ich habe das da andere damals auch gehabt. Habe es angespielt, aber ich habe es nie komplett gespielt, also nur einmal angespielt, gab so eine Stunde zwei. Und das war's dann aber auch. Nicht noch mehr Spinnen. Verbrennt sie, los, verbrennt sie! Und du kannst deinen Charakter so gestalten, wie du es möchtest. Also du hast da keine, ich bin vergiftet worden. Kein Zwang, dass du jetzt sagen musst, du musst jetzt einen Magier spielen oder du musst jetzt die und die Klasse spielen. Du kannst das so kombinieren und machen, wie du da Bock drauf hast. Ich könnte auch ein Assassin mit schwerer Rüstung spielen, wenn ich Bock drauf habe. Ich glaube, so ungefähr wird es nicht gehen, aber sowas in die Richtung. Ich glaube, Talente haben wir die schon verfügbar. Techniken. Fähigkeiten da. Also du hast jeweils... Ja, ein Machtbaum, das ist quasi für so einen Krieger als Tank und als, ich sag jetzt mal, Waffenkrieger. Dann hast du Raffinesse, das ist quasi unser Schurke, wo du die Feinklingen hast und die Dolche und den Bogen. Die Feinklingen sind sowas wie von Illidan die Waffen, musst du dir vorstellen, vom Demon Hunter. Bogen, ja, Bogen weißt du ja, da ist auch Gifte mit drunter und Zauberkraft. Da gibt es die, wo ist es denn jetzt? Die Chakrams, genau, die Chakrams gibt es und die Zepter. Die gibt es dann. Es könnte, ist glaube ich von denselben Machern. Von Fable 1. Ich glaube, es sind dieselben Macher sogar. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ach Junge, mach doch nicht so einen Stress hier. Lass mal kurz die Nase putzen, warte.